Hallo bei Musikmacher.de, Nikola hier von der NM Show 2014. Wir sind bei Pearl. Wir sind bei einer neuen Schlagzeugserie. Es gibt die Sensitone Premium und die Sensitone Serie. Jeroen, erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, was wir hier vor uns haben, ist eine komplett neue Sensitone Serie. Und das sieht man schon, weil es hat auch sehr neue Böckchen. Und diese Böckchen nennen wir Arch Tube Lugs. Das ist so eine Art Form von einer Arch. Yeah. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir eine neue Abhebung an diese Snares gemacht haben. Und die ist auch versehen von etwas, was wir hier sehen. Das ist eine Plastik. Was oft passiert beim Spielen, ist, dass diese Aufhebung beim Spielen dann abgeht. Yeah. Und das möchte man natürlich nicht haben. Von da, dass es diese spezielle Plastikscheibe gibt, die ist dann auch wirklich da im Platz hält. Was auch neu ist, ist, dass es hier so ein neues Kugellager gibt aus Polymer. Das macht auch, dass es keine Play mehr hat, kein Spiel mehr nach links oder rechts. Ja, genau. Es hat nur eine Richtung und das nach vorne und da bleibt es dann auch. So, das heißt, dass wir hier unterschiedliche Kesselmaterialien auch wieder haben. Wir haben hier Maple. Wir haben Phosphorbronze und auch Brass. Und diese Brass finde ich selbst eigentlich ganz schön aussehen. Es hat auch wieder ein bisschen diese Patina-Look und Bewirkung, die wir auch hatten bei dieser Free Floater. Und das wirkt auch zusammen mit den neuen Böckchen auch sehr, sehr schön. So, wie gesagt, Maple, Mahogany, Phosphorbronze und Brass. Ja, gehen wir mal weiter zur Sensitone-Serie. Die gibt es hier drüben zu sehen. Ja, hier bei dieser sogenannten normalen Sensitone haben wir auch ein bisschen anders aussehen lassen. Das heißt, die Böckchen sind jetzt auch geändert worden. Das sind jetzt auch diese Tube-Lugs geworden. Und auch bei diesen Sensitone-Trommeln haben wir auch die Abhebung, genauso wie bei dem Premium, auch geändert. Und es gibt dann hier noch drei unterschiedliche Kessel-Materialien. Es hat jetzt Aluminium, Stainless Steel und auch wieder Bedded Brass, Messing. Ja. Und damit hoffen wir eigentlich, dass wir eine ganz Vielseitigkeit an Snare Drums, an Snare Trommeln gemacht haben. Super, also das ist für jeden was dabei. Das ist eine tolle Neuigkeit von Pearl. Dankeschön, Jeroen. Dranbleiben, gleich gibt es weitere News auf musikmachen.de.